Hallo Freunde, was geht? Herzlich willkommen. Starten hier mal NLS19 als Forschbetrieb. Ich fange jetzt mit den zwei Sachen an. Ich hoffe, das funktioniert. Eine Motorsäge haben wir natürlich auch noch. Mal gucken. Gucken, was dabei rauskommt. Bis da hinten. Bei Feld 38 mir einen kleinen Hof gebaut. Ich brauche ja im Endeffekt nicht viel. Für irgendwas zum Unterstellen oder so. Der Plan sieht so aus, dass wir ja vorbeigefahren immer größer werden. Natürlich dann mit LKW und sonst was ernten oder das Holz befördern. Ja, hier ist der kleine Hof. Ich sage, ist nichts, ist eine Halle. Das reicht ja völlig aus. So, hier habe ich schon mal drei Bäume gefällt. Nur mit dem Auto allerdings durch den Hänger nicht gehabt. Mal gucken, ob der überhaupt was bringt. So, dann hören wir mal den danach. 16 km/h brauchen wir da eine Weile. Ich hoffe, der funktioniert auch wie alle anderen. Also, was heißt alle anderen? Da gibt es ja dann hier die verschiedenen, einfach nur kostspieliger sind. Ich habe jetzt einfach nicht das Geld dafür. Deswegen probieren wir es mal mit dem kleinen. Kostet ja auch schon. Mit Breitreifen waren wir da bei 82.000. Stolze Summe. Geht es? Okay, machen wir ein Tempomat rein, weil. Tu halt ein bisschen langsam. Oh, ja. Weißt du, die geben aber auch nicht nach. Nicht einen Meter zurück, nix. Nichts. Ganz nett aus, aber auf Dauer hier drin wird es auch eng. Zum Glück ist der Weg nicht allzu weit. Mal gucken, was wir da noch hinmachen. Begradigen auf jeden Fall. Wir die Maschine halt hier reingeholt haben, müssen einige Bäume leiden. Einige Bäume. Mal jetzt zum ersten Mal forscht hier. Schrittlänge 1 Meter. Aber anschalten.
Läuft ganz gut. Gibt zwar einiges zum Aufladen, aber naja, dann kümmert's. Okay, der erste Baum liegt bereit. Wir sagen, schnappen wir uns gleich den zweiten hier. Der ist etwas kleiner. Müssen wir mit der Kamera. Okay, dann laden wir mal. Den hier an. Okay, die schaffen wir noch. Die schaffen wir. Gucken, so viel möglich. Bleibst du da? Bleibst du da? Bleibst du auch da, wenn wir noch einen draufpacken? Okay. Guck mal, wie lange wir das Spiel hier treiben können. Sollen wir es wagen? Okay, machen wir. Upsala. Falsche Taste. Also eins kann ich noch mal sagen, der Weg zum Sägewerk ist holprig. Das kracht. Ich habe mir erst überlegt, diesen MAN
Entschuldigung, Pritschenwagen. Zu nehmen, aber das. Aber das hatte ich, hatte den schon mal in einem anderen Spielstand und ich finde, da sitzt man nicht wirklich realitätsgetreu. Da noch drauf kriegen. Sieht doch gut aus. Glaube, das müssten wir so reinkriegen, aber wir müssen nur reinschmeißen. Hier die großen Brocken. Nehmen ganz schön Platz weg, aber müsste, glaube ich, trotzdem gehen. So viel sind es ja nicht mehr. Upsala. Ja, das haut hin. Ich freue mich echt schon, wenn das alles ein bisschen fortgeschrittener ist.
Und wir dann auch mal mit anderen Maschinen arbeiten können. Klar, jetzt nur das Glück hier mit dem. Wie heißen die denn eigentlich? Uns nicht direkt Namen. Diese Baumschneider. Kann ich jetzt auch nur leisten, weil ich den Hof, den man am Anfang hat, natürlich und die ganzen Maschinen verkauft habe. Und von dem her. Es ging gut. Wenn man das jetzt anders gestapelt hätte und. Ja, wäre da. Da wäre da nochmal was. Da wäre da nochmal was draufgegangen. Schafft er das hier? Säge, warum müssen wir jetzt einfach nur die Straße hier hinten drin? Hier, beigefahren. Vorsichtig. Schwere Ladung. Ich sehe den Hänger nicht mal in den Spiegeln. Oi. Ach du Kacke. Hier sind wir angekommen. Versuchen wir mal die Straße zurück. Uiuiuiuiui. Okay, das schaffen wir eine Weile. Das schaffen wir eine Weile. Ist arg wenig, ja. Probieren wir mal hier lang. Geht das? Nee. Ist schon mal holprig. Hier hat einer. So heißt übrigens auch die Map hier. Knorna. Kannst du halt aussprechen. Deswegen habe ich es gleich mal sein lassen. Jetzt hat, komm. Auch ein netter Hof. Sollen wir uns den mal kurz anschauen? Ach, das war ja der Hof, den ich hatte. Ja. Mich interessiert das da nochmal kurz hier. Sieht auch recht gemütlich aus. So, dann fahren wir zurück in den Wald.
Gas geben und den überholen. Kommt nichts frei. Aber jetzt kommt was. Es ist der mega Umweg so. Ich kann jetzt zwar schneller fahren. Anführungszeichen. Aber es lohnt sich nicht. Wieder diese Einfahrt hier verpasst. Uiuiui, hängt noch alles, alles gut. Ich werde mir jetzt gleich noch was zulegen. Und zwar einen kleinen Billigtraktor. Ach, der hat um einiges mehr PS. Kosten die schon definitiv zu viel. Der wäre da noch was. Man muss ja aufs Geld gucken. Im Endeffekt tut er die Arbeit. Okay, die hat um einiges mehr PS. Auf 17 halt. Aber ich meine, dass man den. So nehmen. Das wäre natürlich dann ganz nice. Könnten wir den. Ah, wie ist blöd. So. So, vielleicht noch für die Stadt. Oder weil es halt der Forstbetrieb ist. Würde ich das ganz nice finden. Warum bis 27.000?
Prost, Mama. Wir haben die Kohle. Also, warum nicht? So, dann brauchen wir jetzt noch das da. Und das da. Sonst 35.000. Jetzt kostet dann ist circa 10 Fuhren, bis man das jetzt hier drin haben. Gut, gebraucht hätte ich es natürlich noch nicht. Ich meine, es haben wir ausgerüstet. Stellen wir das mal hier hin. Ich finde die ganz nice. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert, nicht zu vergessen. Ja, macht's gut und bis zur nächsten Folge.